Hallo und willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Die letzte Folge war ein bisschen kürzer. Grund ist, dass es jetzt hier gleich spannend wird. Und außerdem andere Folgen gehen länger. Zadmekon. It is you. Hey, that's Fiora! Young heir to the Monado. We meet again. Fiora! Fiora? Is that my name? Then you... You know this body? So it's true. You really don't remember us at all. Fiora, listen! If nothing else, you must remember your family. That's Dunban over there. Family? There is family. Wielder of the Monado. There is a matter I must speak to you about. Fiora! What was that? Metal Face. Stay alert! You killed my father! Get him! Get away from her! Now, now, let's all calm down. If I slip, I might mess up her hair. You... You're disgusting! Would you be so kind and hand over that dangerous toy you have? I could take it after I smash you all to a pulp. But we wouldn't want that, would we? All right. You can have it. But only if you let her go. There's a good boy. Always eager to please, Shulk. But you're... How's it going, Dunban? Is that... Munkar. I thought it might be, but you're to blame for all this. I can't tell you how badly I wanted this sword. Has this puny boy even figured out how it works yet? What are you willing to do? Would you even kill a Homs to beat us? You dare ask that of us? Why did you betray us from Iconis? Why did you kill our friends at the colony? Why? You wanna know? Because it's your home. You piece of... Stay where you are. That thing works by remote. So, unless you want me to put a hole in her neck... So what's it to be, weaklings? Grovel at my feet and beg? We will not bow to you! Will you hit bad guy in face? You'll pay for that, princess! You're a traitor, Munkar, and you're not getting away. Und deswegen wird's jetzt spannend. Wir lassen die Konstellation, ich will mit Dunban aufprügeln. Er ist nur eine unter uns. Außerdem hat es irgendwie ein befriedigendes Gefühl, ihn mit Dunban zu schlagen. Einziger Nachteil, ich habe natürlich
keine aktiven Heilungsfähigkeiten auf Dunben. Ich muss mich halt voll und ganz auf Schala verlassen. Aber es dürfte eigentlich funktionieren. Und das wäre jetzt ein Moment, wo Shulk ihn eigentlich gar nicht verletzen könnte, weil er Mensch ist, ne? In dem Fall. Aber wir haben das Nado ja nun gestärkt, sag ich mal. Oh. Schade, aber auch hier. Wir brauchen dich ein bisschen. Und Shade Attack. Jetzt wird's spaßig. Er liegt schon, deswegen machen wir das hier. Ah. Schade, schade hat nicht mitgemacht. Schade war gar nicht so weit weg zum Kettenangriff. Ach, das haut er ab, oder was? Uncool. You're as blind as you were then. I've wanted you dead for years. What's happening? Is the Bion is moving? I wanted to get to Monado so I could be the new hero. Is that it? That's the puerile reason you killed all those innocent people. Ravaged our home. I love this body. The power. Advance, you'll never win. Get on your knees and worship me. Never. I will strike you down and all that you have become, you wretched fool. The Monado will stop you, and then you will know the shame of all that you have done, traitor. Shut your mouth and come on. That light! What the? It's not like the other Mekon. You are right, heir to the Monado. This is the strongest Mekon ever built. Controlled by me, Egil, leader of Mekonis, an agent of Maynard. Leader of Mekonis? So you're the one who controls the Mekon? I am he. We fight to free the world from the tyranny of the Bionis. Why? Why do you transform in machines? What do you want from us? Why make us fight for you? Your questions do not concern me. I must return with this one. Fiora! Get your hands off her! Fiora! If you want her, come and get her. You are more than welcome on Mekonis. Come and visit any time, Dunban! Munka! We're coming! And we won't give up! Find us, Monado, Sword of the Bionis. We will meet you on the battlefield. Fiora, we will find you! Ach, da kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Herrlich.
Ja, das war. Das war schön. Das war wirklich, wirklich schön. Und wir machen auch gleich weiter. Wir haben nämlich noch ein bisschen vor uns und können auch noch ein bisschen was erledigen. Fiora. Shulk. She's. Get it together, Shulk. We ain't got time to be hanging around here. I don't know what's happened to her, but that was Fiora. No doubt about it. You know what that means? She ain't dead. We gotta get her back. Get her back. Right. We've come too far to give up now. Then we'll go to Mekonis and find Fiora. Just beyond there lies Sword Valley. The Mekon flew in the direction of Galahad Fortress. Fiora may be there. Will you pursue, Shulk? Yes. We will get Fiora back. Tja, viele, viele Inputs wieder aufgetreten. Zum einen natürlich Mumkar, der Klingenschlitz-Dude aus dem ersten Teil, der, also aus dem ersten Part in dem Fall, der mit Dunban und Dixon da noch gefightet hat, ist ein Meshon, beziehungsweise ist der Eisengesicht-Meshon, den wir schon seit Ewigkeiten gesehen haben. Wo schon seit Ewigkeiten immer mal wieder aufs Festbett geben. Und dann gibt es da noch einen Riesenmeschon. Ich weiß nicht, wie der jetzt heißt. Also Egil heißt der sag mal, Typ, der die Meschon steuert. Aber ich glaube, das Meschon-Konstrukt an sich heißt, glaube ich, Goldmeschon. Weil es zwar golden und es würde von dem Namensgebungen her passen, dass es Goldmeschon heißt. Irgendwie, I guess not. Weiß ich nicht. Ich meine, wir hatten Bronzeface, das war ja hier der Sword aus Colony 6 da unten im Gebiet. Wir haben halt, guck mal, mit hier Metal, also Eisengesicht. Also wir haben da schon verschiedene Varianten, ne? Oh, die ist halt ein bisschen. Leider haben wir für diesen Kampf natürlich kein XP bekommen, weil der Kampf ist ja nie komplett abgeschlossen worden. Munka hat sich leider wieder absetzen können. Aber ist auch nicht schlimm. Aber ich muss sagen, ich mag es. Und jetzt ungefähr bin ich an der Stelle angekommen, wo ich das Spiel nicht mehr kenne. Also ab jetzt ist ungefähr so die Stelle gekommen, wo ich ab rein weitergehe. Also ich war schon im Schwerttal drin und habe mich da auch nochmal ein, zwei Sachen angeguckt. Aber danach ist vorbei gewesen. Ich war bis dato nicht weit im Spiel. Also bis dahin und nicht weiter. Aber ich muss gestehen, ich bin im Stream damals bei Moonpa mehrmals verreckt und habe dann da noch nebenbei leveln müssen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ich schon überlevelt bin in großen Punkten. Eigentlich war ich für Mumpa eigentlich gerade im optimalen Level. Aber ich denke mal, ich werde mich jetzt, bevor ich in das Schwerttal gehe, nochmal um den Temposoniten kümmern. Weil ich weiß jetzt nicht, wie weit es noch ist, bis dieser, ich sag mal, mystischen Grenze, wo ich da nichts mehr machen kann in Alkamov. Der Alkamov ist ja wie gesagt immer noch so ein Regionsbezirk, wo alles nach einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr machbar ist. Und ich glaube sogar, es fehlen mir da noch die ein oder anderen Aufgaben, die ich nicht eingesammelt habe, weil ich zu der Zeit noch keinen gesehen habe. Deswegen würde ich jetzt gerne zurück nach Alkamov gehen und da nochmal
in der Stadt Alkamov rumstehen und stündlich gucken, ob da irgendwo eine Aufgabe aufploppt und die noch einverleiben. Weil ich weiß halt nicht, ob da noch irgendwo was ist. Und ich möchte jetzt auch per se noch nicht in das andere Gebiet wandern. Für euch vielleicht jetzt traurig oder auch nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen und nicht genau sagen, weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt gerne erstmal zurückreisen und gucken, ob in Alkamov jetzt irgendwo Aufgaben sind, die ich noch annehmen kann. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach stundenweise, immer so Stunde gucken, Stunde gucken, Stunde gucken, ne? Und falls noch irgendwo Aufgaben sein sollten, dann würde ich das noch annehmen. Zumal ich auch hier nicht alles aufgedeckt habe, ne? Ich müsste eigentlich mal die ganze Karte noch abdecken. Also hier unten sind wir soweit fertig, hier ist jetzt nicht mehr viel, aber hier könnte noch was sein. Da geht's mal die Endzahl. Und hier geht's da unten. Ist auch noch eine Kunst, ist noch draußen irgendwo. Aber jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob in der kaiserlichen Villa irgendwo ein Grabstein zu Ehren vom Vater von Bilia war, ne? Dessen Namen ich leider schon vergessen habe. Aber die Gespräche kann ich ja nicht führen. Dafür fehlt noch ein Charakter. Und für die, die aufmerksam aufgepasst haben, wissen, wer es ist. Für die, die es nicht wissen. Tja, denn freut euch drauf, wenn ihr es wisst. Und wenn ihr es seht. Ich verrate es jetzt nicht. Ich habe es euch auch schon mehrmals beraten im Let's Play. Und wie gesagt, wer aufmerksam war, wird es auch gleich wissen, wer es ist. Aber hier ist scheinbar nichts weiter. Also es gibt keine irgendwie kleine Hommage an den Vater, ne? Das finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Ich hätte jetzt irgendwie gerne so eine kleine, ich sag mal, irgendwo so einen kleinen Grabstein und irgendwie so eine kleine Gedenktafel wenigstens gehabt, wo irgendwo nochmal der Vater bedacht wurde. Ich meine, ja, ich weiß, ist jetzt nicht maßgeblich wichtig. Hier gibt es auch so ein Herausforderungsding, machen Sie da. Boah. Ich hätte es ja gehabt, sagen wir so. Es wäre vielleicht eine schöne Geste gewesen, den Vater mal irgendwie zu bedenken. Für Melia. Aber naja. Hier ist auch nichts. Gut. Dann ist es jetzt gleich um 5 Uhr. Das heißt, ab um 5 ändert sich der Tagrhythmus. Und dann gucken wir jetzt jede Stunde einmal ab, ob hier irgendwo was ist. So. Also, wir fangen hier oben an. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist nichts. Es kann auch sein, dass ich jedes Missionsteil schon angenommen habe. Will ich jetzt nicht abstreiten, ne? Aber eigentlich arbeiten die Zeitspannen hier ein bisschen anders. Aber solange ich kein Ausrufezeichen sehe, weiß ich, dass da nichts ist. Ich weiß ja nicht, wie viele Aufträge Alkamov hat. Ich weiß halt nur, die haben alle verschiedene Zeiten, wo die ja antreffbar sind, ne? Da scheint überall nichts zu sein. Ich meine, ich könnte jetzt auch kurz die Aufnahme pausieren, online gucken, wie viele Aufträge es generell in Alkamov gibt, meinen abgleichen und das war's, aber andererseits, nö. Müsste ja so arbeiten. Nein, Quatsch. Ich würde mir die Mühe machen, definitiv, aber davon haben wir alle mal nicht viel, würde ich sagen. Mal ich da eh hin muss. Ich meine, wenn ich jetzt geguckt habe und zeitlich nichts mehr sich ändert, dann kann ich auch mal online nachgucken, nachträglich. Ne? So ist es nicht. Boah, sieht echt so aus, als ob hier keiner einen Auftrag hat mehr. Ich könnte, glaube ich, jeden Auftrag abgeschlossen haben. Ich wünschte mir, es würden in die, also nicht abgeschlossen, nicht, aber ich habe ja schon noch einen Auftrag offen, der mir noch fehlt. Und zwar der Temposonit. Mein Kryptonit in dem Fall. Wobei ich auch glaube, jetzt könnte ich den auch mittlerweile fighten. Aber ich weiß, es gibt doch Aufgaben. Weil ich habe noch ein paar Aufgaben, Items
eingesammelt, die mir später wichtig waren. Deswegen kann es sein, dass die gut, es kann sein, dass die vielleicht später kommen, ne? Dass ich die Dinger schon mal eingesammelt habe. Für später halt. Deswegen müsste ich da mal gucken. Früher oder später. Aber naja. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ist auch nichts. Ich ziehe das jetzt einfach kurz durch. I mean, wir haben jetzt ein bisschen, also unser Action-Part für diesen Teil, also unser Action-Teil für diesen Part, haben wir schon abgeschlossen. Wir haben den Munkbau ein bisschen auf die Fresse gegeben. Dass der aber auch nicht einsieht, das ist aber der kürzere Zeit, ne? Bis jetzt haben wir jedes Mal gewonnen. Nur er ist ja wie eine kleine feige Sau abgehauen. Aber gut, er war generell nie der letzte im Starter. So, jetzt haben wir die erste Hälfte fast gleich durch. Aber sieht so aus, als ob wir wirklich jeden Auftrag bisher angenommen und abgeschlossen hätten. Bis auf den Temposoniten. Das ist halt der letzte, der noch fehlt. Ich meine, es ist nicht maßgeblich wichtig, dass ich alle Aufträge abschließe, aber bei Alkamov hänge ich halt hinter, hängt halt der Gedanke im Hintergrund. Die sind danach ewig. Na ja, gut, was ich bis jetzt nicht gemacht habe, werde ich auch dann nicht mehr machen können. Das ist auch ganz logisch, klar. Aber irgendwie möchte man schon so ein bisschen wenigstens das Gefühl haben, ja, du hast das abgeschlossen. Und in Alkamov fehlt ja auch noch ein bisschen was. Weil unser Harmoniestrang ist ja noch nicht so ausgebaut mit Alkamov, ne? Deswegen weiß ich nicht. I mean, wir können mal kurz gucken. Unser Harmoniediagramm mit den Spitzen des Bionis ist ja momentan auf 2 von 5, ne? Selbst im Mitte von Bionis sind wir viel höher. Das ist meistens alles hier im Noppendorf gewesen, ne? Also im Baum. Da weiß ich jetzt nicht, ob das da so gut ist, wenn ich hier nur auf 2 Sterne bin. Oh, ich denke mal, ein Großteil davon wird noch später kommen. Ja, wahrscheinlich. Sollte zumindest. Und beim Händler muss ich auch noch reinschneiden, ob der noch ein paar Bücher hat für mich. Weil ich brauche noch ein bisschen Level. Wir haben eh genug Geld. Und ich könnte die ganzen Scheiße auch mal verkaufen, den ich habe. Und Steine schmieden. Wobei, Steine schmieden mache ich, glaube ich, jetzt gleich noch offscreen. Also zwischen den Folgen, besser gesagt. Oder wie Gronkh es früher genannt hat, ZDF, zwischen den Folgen, ne? Und jetzt, wo ich gerade so an Gronkh und dem ZDF denke, also nicht dem Fernsehsender oder den Rundfunkgebühr-Dingsbums, sondern wirklich die Minecraft zwischen den Folgen-Sessions, die er gemacht hat. Ich hätte auch mal Bock auf ein Minecraft-Let's Play. Schön chillig, wie er es gemacht hat, so mit ein bisschen Musik nebenbei dudeln lassen. Einfach chillig durch eine Minecraft-Welt stratzen. Irgendwas bauen, was so ganz geil ist. Vielleicht auch mal mit Leuten auf dem Server. Weil ich habe das vor, vielleicht auf einem Server zu machen, dass ich da auch ein bisschen den Bauplatz habe quasi und die Kapazitäten, den Server laufen zu halten. Ich meine, die Kapazitäten habe ich sowieso nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob ich ein Minecraft-Display wirklich machen möchte. Also ja, Bock drauf habe ich. Ich spiele Minecraft ganz gerne. Aber als Let's Play ist ja dann auch so ein endlos langes Ding, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. So, übrigens ist jetzt eine Stunde angebrochen, ne? Ja, haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt einmal alle 24 Stunden abgeklappt und da ist nichts. Lass mich mal gucken, ob ich das mache. Lust wäre definitiv da. Einfach auch allein, weil ich Minecraft mag. Aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt machen sollte. So, hast du Bücher? Habe ich die schon gelesen? Den haben wir gelesen. Das nicht, das ist für Melia. Haben wir auch ein bisschen was dann. Das ist alles Melia. Alles. Pass auf, wir kaufen hier jetzt einmal. Ja,
Weil das Geld haben wir sowieso dafür. Und dann können wir einfach mal ganz kurz in die Tischchen gehen. Das hat Milia eine Menge gelernt. Weil ich glaube, Milia noch gar nicht gelevelt hat, ne? Und dann halt irgendwas Neues. Lebensfunke. Aura, die knapp vor der Kampffähigkeit KP heilt. Ja, kann man machen, I guess. So, ich hatte diesen Blitzruf schon auf 10. Nice. Erdruf an mich, Sonnenwelle, Explosion. Weg vor. Bin ja noch gar nicht gelevelt, ne? Na gut, ich habe mir aber noch nicht viel gespielt. Wie viele Punkte hat man denn? Wie viele Punkte hat man denn die Frage? 45.000. Wir können ja erstmal auf Stufe 4 mit den Hauptdingern gehen, die sie ausgerüstet hat. Das wäre Blitz, das wäre Flammen. Und Wasser, das wären die drei Elemente. Was war der Zauberstoff von ihr? Sperrbuch. Der Feind ist zurückwirft. Den könnte man eigentlich mal ersetzen gegen den Erdruf. Was ist das hier für ein Sonnenschock? Setzt innere Kraft frei und versiegelt die Techniken der Feinde. Techniksiegel, ja, tilgt Augen, ne? Das ist quasi das, was Augen, das ist das, was quasi Dings hat. Schulk. Aber den Windruf hätte ich auch gerne dabei. Brauche ich die Hypnose? Eigentlich nicht, weil meistens ist das Schale dabei und das funktioniert auch da. Deswegen kommt die Hypnose weg. Sie macht quasi vollkommen magical. So, das heißt, wir können den weiter leveln. Ein paar Punkte haben wir ja noch. So, Erdruf können wir schon mal auf Stufe 4 bringen. Der ist auch ausgerüstet. Und Doppelruf, ganz wichtig. Aber da muss ich mit keiner mal drüber reden, dass er mir nochmal die Nutzweise des Zaubers oder der Zauberei nahelegt. Weil er hat mir mal so einen Trick gegeben oder genannt, damals im Stream, wie man Willi am besten spielt. Und ich habe das schon mittlerweile ein bisschen vergessen. Aber das machen wir später. So, Talentbäume, was haben da noch passiert? Impfungen. So, mit der Krankheit erlaubt, erlaubt. Hier ist nichts, gut. Haben wir schon. Das ist auch schon ausgerüstet. Während Kämpfen steigt stärker bei vollem KP. Das ist gut. Ausrüstungsreduzierungsgewicht ist auch ganz gut. Das haben wir hier. Am Beginn. Passt. So, hier auch nochmal. Reduzierung des Gewichts ist auch gut. Wir brauchen nichts. Hier geht noch nichts. Und hier geht auch generell ganz wenig. Erhöht tagsüber die Stärke, so gut. Erfolg beim Anfangsruf gewährt gut für die Barriere, ist auch ganz geil. Barriere alle. Erhöht meine Schmiedenchance auf Schmiedefieber. Alles ist gut. Ich würde sogar fast das Schmiedefieber nehmen wollen. Ja, komm. Weil sie müssen ein bisschen Schmieden mithelfen können. Identität. Welche Punkte ist ganz geil. Und von Dunban kannst du zufügen von Schaden stark, Wut stärker. Nee. Auch die Wirkung von Stacheln ist auch okay. Jetzt haben wir keine Münzen mehr, aber wir haben überall schon mal einen drin. Klingt zwar auch falsch. So, hier bist du durchsichtig gerade. Das heißt, wir können nicht eigentlich hier drauf. Level nur hier rauf. Ich würde hier machen wegen Gift. Gift wird länger fein. Machen wir das. Sieht gut aus. So, hier sind wir fast durch. Da bist du auch fast durch. Da bist du auch bald durch. Du bist auch fast durch. Und du bist auch bald erledigt. Sehr schön. Gut, dann haben wir alles erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge nochmal den Temposoniten. Und dann geht's, glaube ich, schon ins Schwertteil. Ich bin gespannt darauf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.